Quagga-Muscheln sind im Schwarzen Meer beheimatet, wurden aber durch die Schifffahrt zufällig nach Oberösterreich eingeschleppt. Diese Muscheln haben eine Reihe von Problemen ihrer Sort, darunter Auswirkungen auf die Fischerei. Quagga-Muscheln filtern Großmengen in Nahrung aus dem Wasser, was zum Aushungern von Fischbeständen führen kann. In einigen Gebieten ist es mittlerweile schwierig, genügend Fisch zu fangen, um den Bedarf zu decken.